Das Problem dabei, wenn man sich auf das Wesentliche im Leben konzentriert, über einen langen Zeitraum, ist, dass man feststellen muss, wie sehr es fehlt. Die wesentlichen Dinge im Leben, die uns Menschen gegeben sind, so abgedroschen und banal das klingen mag, sind Gemeinschaftlichkeit, Naturverbundenheit, das Wissen um die eigene Gesundheit, die eigenen tatsächlichen Bedürfnisse, die alle in unserer Welt komplett überdeckt sind und überdeckt werden. Das ist nichts Neues. Das ist sogar schon so abgedroschen und so alt, dass man gar nicht mehr wirklich weiß, was damit gemeint ist. Ich zum Beispiel schaue seit vielen, vielen Jahren kein Fernsehen mehr. Ich höre kein Radio mehr. Ich versuche dem aus dem Weg zu gehen, wo es nur geht. Ich schaue auch keine News schon seit langer Zeit, keine Nachrichten. Einfach mal sich abschotten von. Ich will nicht sagen von der manipulierten oder manipulativen Presse. Manipulativ ist sie, vielleicht nicht bewusst, aber muss sie sein, weil sie immer nur einen begrenzten Informationsbereich bieten kann. Das heißt, alles, was man meint, sich aus den Nachrichten und aus den öffentlichen Medien und so weiter herausziehen zu können, ist einer starken Beschränkung unterworfen. Und stark ist sie, weil die Wirklichkeit niemals ganz erfasst werden kann. Und weil die Wirklichkeit tatsächlich nur von dir selbst erlebt werden kann. Und das, was dir erzählt wird von Dritten oder Vierten oder über fünf, sechs Ecken, kann nichts mehr wirklich mit der tatsächlichen Wirklichkeit zu tun haben. Ich bekomme nichts mit von Weltpolitik. Ich bekomme nichts mit von Charts. Ich habe keine Ahnung, wer da momentan irgendwie diese Plätschermusik, die man ab und zu mal in Wartezimmern von Ärzten oder Ähnlichem hört, produziert. Und als Plätschermusik und als Fließband schnell dahin gerotzten Kram empfinde ich es wahrscheinlich deswegen, weil ich die Story hinter dem sogenannten Star nicht kenne. Ja, weil die Story und das Bild, das Image, das man von diesem Sänger, der Sängerin, wie auch immer hat, eine große Rolle spielt. Und das ist natürlich manipulativ, wie man die Musik empfindet. Ich höre aber die Texte und ich höre die Musik, ich habe ein gewisses Verständnis für Musik aus meiner eigenen Lebensgeschichte heraus und höre diese nichtssagenden, dahin plätschernden, auf reines Entertainment und reine emotionale Befriedigung ausgerichtete sogenannte Musik, was mit Kunst ja nichts mehr zu tun hat. Ein Beispiel. Was einem dann aber bewusst wird und was deprimierend sein kann und was niederschmetternd sein kann, ist, dass es irgendeinen Grund haben muss, warum gerade in der heutigen Zeit Menschen so sarkastisch geworden sind, so misstrauisch, so zutiefst misstrauisch. Und das nicht ohne Grund, weil die Konditionierung der Systeme, unseres Systems, in allen Lebensbereichen, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, in den Medien, komplett, und das wird einem so deutlich, wie es nur werden kann, wenn man sich davon mal löst, komplett auf Separierung ausgerichtet ist. Man soll misstrauen. Man soll sich nicht zusammentun. Man soll Angst haben vor Gemeinschaftlichkeit. Sich gegenseitig zu unterstützen bedeutet Abhängigkeit laut diesen Systemen. Sich gegenseitig zu bereichern bedeutet, dass der andere was von dir dafür will. Es bedeutet einen Handel laut den Systemen. Es ist nichts zu sagen gegen Handel in den Bereichen, in die er gehört.
Aber in der Zwischenmenschlichkeit, in der Gemeinschaftlichkeit, dem gemeinschaftlichen Zusammenhalt, der in unserer Systematik nichts weiter als reine Heuchelei ist, eine oberflächliche Fassade. Diesen menschlichen Zusammenhalt braucht man. Und dadurch, dass man den Menschen immer weiter entzieht und sie immer weiter davon entfremdet, weckt man Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse kann man decken mit fließbandmäßig produzierter Kunst, Musik, sogenannter Kunst, zum Beispiel Musik, Filme, die emotionale Hochgefühle verursachen, die dann sofort wieder abebben. Drogen, Alkohol, gar keine Frage. Alkohol ist nicht ohne Grund eins unserer Grundnahrungsmittel. Und natürlich auch Konsum. Konsum in einer Art und Weise, die wirklich nur noch als krank zu bezeichnen ist. Das Auto, das ich fahre, das so horrende Summen kostet, dass ich mich auf Jahre binde, dass ich mich auf Jahre verpflichten muss, bestimmte Leistungen zu erbringen, um die Raten dafür zu bezahlen. Das Haus, das möglichst so aussehen muss, dass ich mithalten kann mit meinen sogenannten Freunden, die ebenso konditioniert nur darauf aus sind, sich gleichzuschalten, nicht aus der Reihe zu fallen, die Anerkennung zu genießen von dem Nachbarn, der sich ebenso verschuldet und versklavt hat für den größten Teil seines Lebens, um das alles zu bezahlen. Die komplexen Steuersysteme, die es mir quasi nicht, ich will nicht sagen unmöglich, aber zu einem harten Kampf werden lassen, mich freizustellen, mich selbstständig zu machen, was in der heutigen Zeit mit absoluter Anstrengung verbunden ist und keineswegs mehr einfach so in die Freiheit führt oder in die Ungebundenheit, sondern eher in eine noch größere Gebundenheit. Und all das ist nicht das Wesentliche. Es ist nicht wesentlich für den Menschen, dass er in den Supermarkt gehen kann und zwischen 35 verschiedenen Käsesorten auswählen kann, 23 verschiedene Buttersorten, Bio, vegan, mit Butter, Margarine, Pflanzenfett, was auch immer. Ich brauche auch keine 35.000 verschiedenen Biersorten. Ich brauche auch keine, ja, diese vorgegaukelte Vielfalt, die letztendlich nur durch bunte Verpackungen vorgegaukelt wird, die nichts weiter ist als eine Illusion, die mir aber den Eindruck verschaffen soll, ja, ich kann doch all meine Bedürfnisse befriedigen, weil ich kann mir ja das alles kaufen. Ich kann mich zuschütten mit lauter Nichtigkeiten, die mich temporär befriedigen sollen und das vielleicht auch oberflächlich tun. Aber unten drunter brodelt es. Und das, was dem Menschen fehlt, ist gegenseitiges Vertrauen. Und man merkt, wenn man sich tatsächlich mal auf dieses Wesentliche des Lebens, was will ich wirklich? Was bin ich hier in dieser Welt? Wo bin ich hier reingeboren? Ist das System, ist das, was mich umgibt, die Menschen, was sie machen, was für Dinge sie hinterherlaufen, ist das meine Bestimmung? Ist das das, was ich als Leben, als lebendiges Wesen bin? Als dieses lebendige Wesen, das kein Mensch mir erklären kann. Höchstens Menschen, die sich in den Glauben flüchten, die glauben irgendwie, das hat die und die Bestimmung, die in dem und dem Buch steht. Die denken, sie könnten es erklären, was auch wieder nur ein System ist. Aber wenn ich mich frage, was mache ich hier? Was bin ich? Was will ich mit meinem Leben, mit diesen Jahren anfangen? Bin ich allein? In dieser Systematik, in dieser Welt, ja. Denn letztendlich
sind alle so sehr in Angst versetzt und so sehr verunsichert, weil sie sich eben nicht mehr auf das Wesentliche des Lebens besinnen, dass sie Angst vor allem und jedem haben. Und ganz besonders voreinander. Es wird uns ja von Anfang an beigebracht, Angst vor dem anderen zu haben, weil er könnte mir ja was wegnehmen wollen. Irgendwas von diesen Nichtigkeiten, von diesen sinnlosen Bedürfnisbefriedigungen, diesen kurzfristigen. Sollen sie alle haben. Das ist nicht das, was ich brauche. Was ich brauche, ist ihre Hand. Was ich brauche, ist die Nähe des anderen. Was ich brauche, ist Liebe. Liebe geben und Liebe empfangen. Das ist das, was der Mensch braucht und was er will. Das mag abgedroschen klingen, das mag klischeehaft klingen, aber das kann keiner leugnen. Wir werden geboren als hilflose Säuglinge. Wenn wir keine liebenden Menschen um uns hätten, die sich um uns kümmern, kämen wir nicht weit. Warum soll das irgendwann aufhören? Warum sind wir dann plötzlich irgendwelche Wesen, die gegeneinander kämpfen müssen? Um irgendwas, was gar keiner wirklich will, was gar keinen wirklich befriedigt. Weil es uns beigebracht wird, weil es in unser Bewusstsein eingepflanzt wird. Und das hat nichts zu tun mit Verschwörungstheorien oder so. Das ist die Systematik, es ist das Prinzip dieses Wirtschaftssystems, das alles in der Hand hat, was uns beeinflusst. Den Arbeitsmarkt, die Bildungssysteme und vor allen Dingen die Werbung, die für die Masse da ist, für sonst nichts. Und die Werbung ist übrigens nicht umsonst so lächerlich. Ja, wir sollen ja denken, ach, das ist lächerlich. Das ist ja, jeder schimpft drüber, jeder ärgert sich drüber. Das hat seine Bewandtnis. Das ist psychologisch gezielt eingesetzt. Man darf es nicht ernst nehmen. Denn wenn man es ernst nehmen würde, würde man die Lächerlichkeit total bloßstellen und würde es nicht mehr beachten. Man beachtet es aber gerade deswegen. Es sind die, ja, ich will nicht sagen einseitigen, aber viel zu wenigseitigen Berichte über politische Situationen, über weltpolitische Geschehnisse. Es ist das Angstmachen vor ganzen Bevölkerungsgruppen. Es ist die Banalität der sogenannten Kultur, mit der wir berieselt werden permanent. Die Dekadenz, die letztlich den Untergang des Systems kennzeichnet. Es ist gefährlich, sich auf das Wesentliche des Lebens wirklich zu besinnen in dieser Welt, weil man ganz leicht in Trauer verfällt. Weil man ganz leicht in Verzweiflung gerät. Weil man nämlich erkennt, was ist eigentlich das Wesentliche, was ich will, was ich brauche als Mensch. Und wo ist das? Diese Frage ist mir zum ersten Mal bewusst geworden vor vielen Jahren, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und ich mich gefragt habe, beziehungsweise die Frage habe ich mir schon früher gestellt, aber da war es mir noch nicht so ganz klar. So richtig klar wird einem das ja erst, wenn man tatsächlich Vater wird oder Mutter wird. Und ich mich gefragt habe, was ist eigentlich das für eine Welt? Was ist, wenn ich jetzt tot umfalle, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich weg sein sollte? In was für einer Welt bleibt mein kleiner Junge, bleibt mein Kind zurück? In was für einem System will ich das? Und das hat mir so das Herz zugeschnürt, diese Erkenntnis, dass ich das auf gar keinen Fall so wollen würde für mein Kind. Niemals. Von diesen einigen wenigen Menschen, mit denen man sich umgibt, die einem wichtig sind, eben weil sie diese innere Verbundenheit der Menschen an sich und des Lebens an sich erkennen und spüren und das auch verteilen. Aber in dieser Welt, in dieser Systematik, wer will da wirklich sein geliebtes Kind zurücklassen und letztendlich auch selbst überhaupt sein? Denn das Kind ist ja ein Teil von dir.
Wir glauben, uns geht's gut. Man sagt, man hört immer wieder, uns geht's doch gut hier in Deutschland. Warum sind dann die Menschen so boshaft, frustriert, verbittert, unglücklich? Selbst die, die nach außen hin glücklich sind, konzentriert man sich auf das Wesentliche oder spricht man sie an? Auf wesentliche, grundlegende Dinge und Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Merkt man ganz schnell, dass die Fröhlichkeit nur eine oberflächliche Fröhlichkeit ist. Im Zusammenhang mit den kurzfristigen Befriedigungen, Entertainment, Vergnügen, Urlaub. Ganz sicher ist es nicht die Arbeit in aller Regel. Soll man deshalb davon abraten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren? Keinesfalls. Denn was kann es Schlimmeres geben? Und dieser Punkt wird kommen für jeden, der bewusst das Ende oder die Endzeit seines Lebens erlebt. Indem man sich fragt, was bleibt denn jetzt von mir? Was bin ich eigentlich? Kann ich mit all dem im Alter jetzt überhaupt noch was anfangen? Was habe ich angehäuft? Weisheit? Wissen? Erkenntnisse? Habe ich was weitergeben können davon? Immaterielle Dinge? Menschliche Dinge? Wärme? Liebe? Vertrauen? Konnte ich Vertrauen geben? War ich vertrauenswürdig? Kann man sich auf mich verlassen? Wenn wir heute über Verlässlichkeit und Verantwortung sprechen, reden wir immer von Geld. Da kann man mir erzählen, was man will. Da brauche ich nur zwei, drei Fragen stellen. Dann läuft es darauf hinaus, dass es um Geld geht. Irgendwo scheint am Level der Arbeit, der Lohnarbeit, die Menschlichkeit aufzuhören. Und alles, was darunter ist, spielt erstmal keine Rolle. Dabei ist doch das das Wichtigste. Nicht in diesem System, klar. Aber ich kann auch nicht mit den Argumenten eines kranken Systems argumentieren, um den Mangel, den offensichtlichen Mangel unserer Gesellschaft zu erklären oder gar zu rechtfertigen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal gerade von diesen stark beeinflussenden Medien fernzuhalten. Und nicht zu glauben, weil ich irgendwo mal eine halbgare Meinung lese, die einigermaßen mit meiner inneren Einstellung übereinstimmt, hätte ich jetzt Gleichgesinnte gefunden. Ich werde ganz schnell feststellen, wenn ich mich in solchen Bereichen bewege und tatsächlich mal nachdenke über Dinge, auch mal vielleicht das eine oder andere in Frage stelle, dass diese Gruppe mich auch wieder angreifen wird. Weil es eben nur darum geht, einen gemeinschaftlichen Konsens der oberflächlichen Persönlichkeitsbefriedigung zu finden, wo man sich etwas beruhigen kann. Aber letztendlich muss sich jeder selbst ganz allein fragen, was ist wichtig für mich als Mensch? Worauf kommt es mir an? Ich will geliebt sein. Und ich will auch lieben. Ich will gebraucht werden. Und ich will ganz selbstverständlich auch andere brauchen. Denn ganz allein schafft keiner irgendwas. Das sind ganz banale, ganz einfache Dinge. Und letztendlich, am Ende deines Seins, stehst du mit dir alleine da. Mit dir und deinem Leben. Da ist keiner, der dir irgendwelche Schuld abnehmen kann. Da ist keiner, der dir irgendwelche Rechenschaft abnehmen kann. Oder dem du irgendwas erklären kannst. Das musst du nur dir selbst. Und damit sollte man
auch wenn es schmerzhaft ist, und das ist es mit Sicherheit, schon zu Lebzeiten beginnen. Das ist nichts Neues. Das wussten schon ganz, ganz, ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen vor mir. Aber die sind nicht populär und die passen nicht in diese Systematik. Und das ist eine Systematik der Ausbeutung. Jeder wird ausgebeutet hier. Auch die, denen es vermeintlich gut geht. Die Wohlhabenden sind Sklaven des Systems, sind ganz kleine Nummern. Da ist keiner frei, authentisch, eigenständig. Sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das Wesentliche des Lebens, des eigenen Lebens und des Lebens der Menschen, der Gemeinschaft, in die man zwangsläufig gehört, ist in unserer Zeit extrem deprimierend. Darauf sollte man sich gefasst machen. Denn wenn man das einmal erkannt hat in sich, dann helfen all die Ablenkungen nichts mehr. Dann hilft die Berieselung mit leichter Unterhaltung nichts mehr. Dann hilft es auch nichts mehr, dir ein neues Auto zu kaufen und dich für kurze Zeit mal stark zu fühlen auf der Straße. Es hilft auch nichts, sein Haus neu anzustreichen oder ähnliches. Bedeutet nichts. Was etwas bedeutet, ist, dass du für dich selbst, vor dir selbst, gerade stehen kannst. Und wenn man dir von heute auf morgen alles wegnimmt, was bleibt dann von dir übrig? Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.